Hallo, ich bin Jürgen Bellmann von Sophistic und ich möchte Ihnen heute etwas über die Strategien zur Stahlbetonbemessung von Flächentragwerken erzählen. Schauen wir uns zunächst die Bemessung von Stabtragwerken an. Wir haben natürlich Rahmen oder Brücken. Bei Brücken wird allerdings meist schon ein Stabsystem verwendet, weil die Bemessung dort von den Normen her besser angepasst ist. Für die Biegebemessung haben wir also Normalkraft, MY, MZ und eine zweiachsige Biegung. Wesentlich komplizierter ist dort die Schubbemessung, weil wir zusätzlich zu den Querkräften noch die Torsion haben. Bei den Platten- und Schalentragwerken muss es ja nicht immer gleich eine gekrümmte Schale sein. Normal im Hochbau haben wir jede Menge Platten. Im Brückenbau natürlich die schiefwinkligen Platten und die Widerlager. Bei der Biegebemessung haben wir jetzt hier drei Normalkräfte und drei Momente, wobei das Drillmoment MXY eigentlich hier keine Torsion ist, sondern die Hauptmomente in eine andere Richtung dreht. Wesentlich einfacher ist dafür die Schubbemessung, weil die Querkräfte Vx und Vy eigentlich nur ein Vektor sind, der dann eine schiefe Hauptquerkraft bildet. Wie wurden früher die Platten bemessen? Man kennt vermutlich massive Platten von Stiglath-Whipple, hat sich seine Momente rausgeholt und mit einem KH-Verfahren bemessen. Dabei wurden eigentlich hauptsächlich MX und MY bemessen, MXY meistens nicht. Die Grundproblematik bei der Bemessung von Platten ist die schiefe Zugkraft, weil die Hauptmomente ja nicht unbedingt in Richtung der Bewehrung liegen. Das Blau wäre das Bewehrungsnetz. Und da würde jetzt an der Unterseite der Platte eine schiefe Hauptzugkraft auf das Bewehrungsnetz angreifen. Das würde sich ohne weiteres Zutun zu einer Raute deformieren. Und wir brauchen deswegen hier eine Druckstrebe, damit das Ganze hält. Ich habe das mal an so einem Betonwürfel demonstriert. Ohne Druckstrebe ist das sehr, sehr weich und die Bewehrung kann gar nichts tragen. Mit Druckstrebe hält das Ganze dann doch deutlich besser. Die aktuellen Bemessungsstrategien in Finite-Element-Programmen sind bei uns in Deutschland hauptsächlich das Baumann-Verfahren. Dann gibt es eine einachsige Bemessungsmethode in den zwei Bewehrungsrichtungen. Wood-Armer-Methode genannt, in Frankreich das Capron-Marie-Verfahren und dann das Sandwich-Modell nach EN. Die Bemessung nach Baumann wurde schon 1972 aufgesetzt von Herrn Dr. Baumann. Zunächst wird bei einer Platte die Beanspruchung in zwei Scheiben zerlegt. Diese Scheibe wird aber dann konsistent für die schiefen Bewehrungsrichtungen bemessen. Das Baumann-Verfahren arbeitet bei uns in der Sophistic-Software seit nun mindestens 30 Jahren sehr gut und zuverlässig. Es wird der Hebelarm Z vorab mit einem einachsigen KH-Verfahren ermittelt, wobei man in vier Richtungen, den Hauptnormalkraftrichtungen und den Hauptmomentenrichtungen, den ungünstigsten Hebelarm ermittelt und den dann für die Aufteilung in die Scheibenkräfte verwendet. Bei der Bemessung der Scheiben selber wird dann die Verträglichkeit, wie hier angedeutet, real erfasst. Das zweite Bemessungsverfahren ist ein Verfahren im Englischen als Wood-Armer-Methode bezeichnet, in England sehr viel verwendet, das zu den MX-Momenten einfach die Drillmomente MXY betragsmäßig addiert, sodass das MXX größer wird. Dasselbe mit den Normalkräften, wobei man hier einmal die Normalkraft erhöhen kann, um eine möglichst große Zugbewehrung zu bekommen, oder auch eine Normalkraft verkleinern kann für die Kontrolle der Druckzone. Diese Momente und Normalkräfte werden dann mit einem ganz einfachen KH-Verfahren bemessen. Also wir arbeiten völlig ohne Querdehnung und ohne Druckstrebe. In Frankreich gibt es das Capramory-Verfahren, bei dem etwa alle 10 Grad die Schnittgrößen in die Richtung gedreht werden, dann einachsig bemessen werden und dann die Bewehrungen mit Sinus und Cosinus anteilig umgerechnet werden. Das letzte Modell nach EN 1992
arbeitet ähnlich wie das Baumann-Verfahren und werden hier auch die Beanspruchungen in eine obere und untere Ersatzscheibe aufgeteilt. Vergleichen wir nun alle vier Methoden, dann stellen wir fest, dass im Grenzzustand der Tragfähigkeit alles okay ist. Das heißt, alle liefern etwa die gleich hohe erforderliche Bewährung. Nur bei maximalem Druck gibt es doch deutliche Unterschiede. Nun, im Gebrauchszustand wollen wir aber genauere Spannungen haben und wie sich das verhält, will ich mal hier nochmal demonstrieren. Wir haben unsere ganz, ganz einfache Platte mit diesem Element, bei dem wir jetzt dargestellt haben, die Bewährung unter 45 Grad gezeichnet und eine Normalkraft in der unteren Scheibe von 101 und 99 Kilonewton pro Meter. Die können wir aufteilen in einen isotropen Zug 100-100 und einen leichten Schub mit plus 1 und minus 1, der dann eine Druckstrebe erfordern muss. Wenn wir uns dieses Modell ansehen, dann sehen wir, dass unter dem isotropen Zug zunächst einmal die Bewährung sich um 25 Promille dehnen darf. Wenn aber dann der leichte Schub dazukommt, muss hier oben die Bewährung sich erstmal anlegen an den Beton, muss also die 25 Promille Dehnung wieder zurückgehen. Und das führt dazu, dass an dieser Kante jetzt 50 Promille Dehnung entstehen. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, so ein Krampf, 50 Promille, kann doch gar nicht entstehen. Schauen wir uns mal an, wie das realistisch aussieht. Ich habe mal diese Platte komplett nicht linear gerechnet. Würden wir jetzt unten tatsächlich 50 Promille Dehnung ansetzen und oben vielleicht 2 Promille Druck, hätten wir in der Schwerlinie also 24 Promille Zug. Das heißt, die Elemente würden gerne länger werden und würden horizontale Verschiebungen generieren. Das sieht man auch an dem Verformungsbild dieser nichtlinearen Berechnung. Hier über der Eckstütze haben wir eine sehr große Biegebeanspruchung. Da bekommen wir große Risse und wir bekommen eine Normaldruckkraft, weil sich die Elemente eigentlich ausdehnen wollen, das aber nicht können, weil sie von der anderen Platte gehalten werden. Wir stellen fest, dass wir im Realfall diese hohen Dehnungen also gar nicht erreichen können wegen der Verträglichkeit der gesamten Platte. Aber um eine Platte unter Verkehrslast real durchzurechnen, müsste man eventuell bei einer Brücke 100 Laststellungen mit 4 Temperaturlastfällen und 5 Setzungslastfällen 2000 Lastfälle alle komplett nicht linear durchrechnen. Sowas macht man eventuell mit weniger Lastfällen bei der Nachrechnungsrichtlinie Stufe 4. Aber für eine normale Bemessung ist das eigentlich völlig unbrauchbar. Da wollen wir unbedingt lineare Schnittgrößen überlagern und dann ein einzelnes Element bemessen. Und dann haben wir eben diese schiefe Druckstrebe und eventuell auch hohe Dehnungen. Vergleichen wir hier unter diesem Aspekt die vier Methoden, sehen wir, dass die Wood-arme Methode und das Capramori-Verfahren nur Zugkräfte liefern und die Betondruckstrebe gar nicht abbilden. Wenn Sie sich vorstellen, wir bemessen hier in allen Richtungen haben wir ja Zug, wenn wir es einfach in die Richtung umrechnen. Und auch bei dem Baumann-Verfahren und dem Sandwich-Modell haben wir keine echte Interaktion der Betondruckverhaltens mit dem korrekten Hebelarm. Und was noch schlimmer ist hier, wir haben keine über die Höhe linear veränderliche Spannung, sondern wir haben oben eine konstante Spannung und unten eine konstante Spannung. Warum machen wir es dann nicht so wie bei der Stabbemessung? Da wird ja auch der korrekte Dehnungszustand iterativ ermittelt, um ein Gleichgewicht zu bekommen. Wir müssten also die drei Längsdehnungen und die drei Krümmungen, also sechs Unbekannte, mit den äußeren Schnittgrößen so in Einklang bringen, dass die inneren Schnittgrößen genauso groß sind, also sechs Unbekannte. Nun, das haben wir jetzt gemacht und sehen hier das Ergebnis. Das soll hier die Iteration der Dehnungsebene darstellen, wobei hier jetzt tatsächlich die Druckstrebe unter 45 Grad mal auf das Bewährungsnetz trifft. An der Unterseite eine Zugbewährung dann entsteht und wir sehen tatsächlich an der Unterseite hier diesen Querdruck im Beton. Wie sieht das intern aus? Wir machen zunächst eine Schätzung
für die Dehnungen und Krümmungen 6 Unbekannte. Dann können wir uns ganz einfach die Spannungen ermitteln. Bei zweiachsigem Druck inklusive der Querdehnzahl μ, bei einachsigem Druck nur einachsiges Materialverhalten und in der Zugzone nehmen wir gar keinen Tension-Stiffening-Effekt an, weil wir in der Bemessung keine Zugspannungen im Beton berücksichtigen dürfen. Der Stahl natürlich hier relativ einfach. Alle Spannungsberechnungen können mit einer beliebigen Arbeitslinie eventuell im Bruchzustand oder im Gebrauchszustand abgefahren werden. Dann werden die Spannungen integriert zu Schnittgrößen und es wird geschaut, ob die inneren und äußeren Schnittgrößen gleich sind. Wenn nicht, wird eben die Dehnung korrigiert und das Ganze läuft nochmal ab. Wenn genug Bewährung vorhanden ist, ist das also relativ einfach im Gebrauchszustand. Komplizierter wird es bei der eigentlichen Bemessung, wenn man feststellt, dass man die äußeren Schnittgrößen zunächst gar nicht aufnehmen kann. Man kommt dann an die Grenzdehnungen 3,5 Promille und 25 Promille und muss dann Bewährung zulegen und die Iteration dann nochmal durchlaufen. Das ist für die Iteration natürlich relativ ungünstig, weil man jetzt nicht nur 6 Unbekannte hat, sondern die Bewährung auch noch als Unbekannte mitnehmen muss. Schauen wir uns nun nochmal das Problem mit den 50 Promille an. So liefert diese neue Layer-Bemessung, die heißt deswegen Layer-Bemessung, weil man hier einzelne Scheiben mit einem korrekten Materialverhalten berücksichtigt, sehen wir tatsächlich hier die 58 Promille Zugdehnung im Beton. Das ist mehr als 50, weil wir haben 50 Promille bei der Eisenlage und ganz unten etwas mehr. Als wir die Ergebnisse das erste Mal gesehen haben, haben wir natürlich gedacht, oh, da ist irgendwas falsch, das kann ja gar nicht sein. Aber wie erwähnt, ergeben sich tatsächlich trotz 25 Promille Stahldehnung hier über 50 Promille Betonzugdehnung. Wenn wir das Element jetzt mal umdrehen und mal von oben drauf schauen, dann sieht man eben auch schön die Risse, die das Bewährungsnetz jetzt hier wieder unter 45 Grad kreuzen. Hier mit Querdehnzahl die Betondehnung errechnet und dann hier ohne Querdehnung. Deswegen hat man hier einen leichten Knick. Also haben wir jetzt endlich genaue Spannungen im Gebrauchszustand. Mit dieser Technik haben wir jetzt auch die Möglichkeit, mehrlagige Bewährung einzubauen, eventuell auch in schiefen Richtungen, wie das bei Stuttgart 21 schon als Wunsch vorliegt. Außerdem können wir Schwammglieder in den Platten und Schalen berücksichtigen. Zum Beispiel dieses Quad-Element hier trifft ja eigentlich gar kein Spannglied. Es wird aber trotzdem diese Spannglied rechts und links verschmiert, sodass auch dieses Quad-Element ein verschmiertes Spannglied mitbekommt und das Spannglied im Gebrauchszustand mit berücksichtigt werden kann. Hier im Dekompressionsnachweis. Wir sehen hier auch sehr schön nochmal den Unterschied zwischen einem Grenzzustand der Tragfähigkeit, wo wir an die Grenzdehnungen hier 3,5 Promille gehen und eine erforderliche Bewährung ermitteln, während wir im Gebrauchszustand immer mäßige Dehnungen haben und eben reale Spannungen ermitteln. Damit haben wir jetzt endlich eine gute Bemessung für Flächentragwerke entwickelt, die vor allen Dingen im Gebrauchszustand genaue Spannungen liefert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.